Adolf Muschk, Heimkehr nach Fukushima. 0, Prolog. Trotz aufgeklebter Warnungen war der Briefkasten, den Paul Neuhaus eine Woche nicht mehr geleert hatte, mit Reklame verstopft. Er war keine Anlaufstelle freudiger Erwartung mehr. Unter vielen Rechnungen fand sich aber auch ein großer Brief mit japanischer Frankierung an Herrn Professor Paul Neuhaus und Frau Professorin Susanne Schawalder. Er fing gerade an, sich über die unverdienten Titel zu ärgern, da las er den Absender, kenn ich Tenma, und glaubte ihn lachen zu sehen. Ein blauer, doch kühler Märztag leuchtete durch die Fensterflucht des Doppeldeckers, wie das auf Stelzen gebaute Glashaus im Zähringer Volksmund hieß. Er bestand aus zwei selbstständigen, gegeneinander leicht verkanteten Kuben, die eine freie Aussicht über das Oberrheinbecken erlaubten. Jetzt, wie so oft, bewohnte Paul das doppelte Gebäude allein, das Susanne sein Luftschloss der Sachlichkeit nannte. Der Brief enthielt eine farbige Broschüre, Yoneuchi, The Most Beautiful Village of Japan, und einen Brief Kens, handgeschrieben. Liebe Susanne, lieber Paul, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Stipendiaten Ken Tenma und seine Ehefrau Mitsuko. Unsere Bekanntschaft begann mit einem Gespräch nach einem Gastspiel eines japanischen No-Theaters und verlief so angeregt, dass Sie uns danach zweimal in Ihre Wohnung eingeladen haben. Sie hatten uns auch das Du angeboten, das wir leider viele Jahre nicht mehr zu üben Gelegenheit hatten. Vielleicht eröffnet dieser Brief, wenn er Sie nach Japan locken kann. Diese Hoffnung erfüllt uns jetzt schon mit großer Vorfreude.